Hi da, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit ein paar Neuigkeiten, einer Box und meinem Mewtwo X-Rate heute. Zuerst mal die Neuigkeiten, und zwar wurde Raikou angekündigt, was ziemlich geil ist. Vor allem nach dieser kleinen Enttäuschung mit Relaxo. Es kamen ja die drei legendären Vögel, dann auf einmal kam Relaxo und jetzt anscheinend die drei legendären Raubkatzen. Angefangen mit Raikou. Ist cool, aber von den Raubkatzen habe ich eigentlich relativ gute, also. Da brauche ich die nicht unbedingt. Ich habe schon 98er Raikou auf Max. Genauso wie Entei 98 auf Max. Suicune habe ich einen 96er noch nicht auf Max. Also vielleicht habe ich da Glück und kriege einen über 96. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr von den Raubkatzen? Braucht ihr noch ein gutes Raikou, Entei, Suicune? Oder braucht ihr allgemein überhaupt noch Entei, Raikou, Suicune? Weil ihr die verpasst habt oder so. Dann. Oh. Und mit dem neuen Monat. Natürlich mit Raikou auch wieder Elektro-Thema, sprich die Quests werden auch daran angepasst und allgemein neue Quests, was ich ziemlich gut finde, weil momentan die Quests ziemlich schlecht sind. Eigentlich gab es jeden Monat immer so eine Top-Quest, die mir gefallen hat, zum Beispiel Absol, zum Beispiel Lapras, zum Beispiel Aerodactyl, zum Beispiel Tangela oder so. Und jetzt momentan gibt es halt gar nichts. Es gibt halt diese Chanerga, Lavita und Dratini-Quests, aber das interessiert mich echt leider so gar nicht. Ja, dementsprechend. Ich hoffe mal, nächsten Monat gibt es wieder eine Top-Quest, ein Top-Pokémon, das ich gebrauchen kann. Aber jetzt zu der Box und meinem Mewtwo X-Rate, den blende ich hier nebenbei ein. Shoutout und danke an Kingsloot. Ihr wisst, jeden Monat eine Box zu einem bestimmten Thema. Meistens Geek, Gaming, Nerd-Zeugs. Warte mal, wie mache ich das am besten? So, ich hoffe, das ist nicht im Weg. We love you. Alles klar. Teile dein Unboxing. Unterstütze uns und teile dein Unboxing. Moment, einfach als Foto oder Video. Das mache ich. Genau dafür sind wir da. So, ihr wisst, Kingsloot, alle Infos unten in der Beschreibung, sind besonders, da sie sehr gute Verpackungen haben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Zum Beispiel hier das. Auf die Kleinigkeiten kommt es an im Leben. Die machen es aus, also falls ihr euren eigenen, was auch immer, eure eigene Firma gründen wollt oder so, achtet auf die Kleinigkeiten. Das setzt euch ab von der Menge. Irgendwas mit Hellboy, habe ich jetzt schon gesehen. Hellboy, Hell Yeah oder sowas. Die Shirts sind immer ganz cool. Ja, alles klar. Dann, seht ihr es? Sowas. Das macht die Box direkt gleich ein bisschen edler. Man denkt, oh wow, krasse Verpackung. Wow. Nicht nur krasse Verpackung, sondern krasse Uhr, Alarmglocke. Marvel Comics Alarmglocke, Alter. Richtig geil. Hulk. Holographic. Es gibt Captain America, Hulk und Iron Man. Um ehrlich zu sein, ich hätte lieber. Obwohl, nee, Hulk ist schon der geilste. Hulk ist schon der geilste. Okay, geil. Das ist geil. Dann gibt es wie immer einen Pin. Und ich habe langsam eine Pin-Sammlung gestartet und das ist wahrscheinlich Ninja Turtles. Ja, okay, der ist auch cool. Der ist cool. Wir hatten schon schlechtere. Dann haben wir hier einen Skyrim-Anhänger oder Schlüsselanhänger, besser gesagt. Okay, nie gezockt. Dementsprechend kann ich dazu nicht viel sagen. Alter. Ich hab zwar keine Ahnung, was das ist für ein Motiv, aber bei dem Wetter. Perfekt! Bei dem Wetter ist es echt perfekt. Alter, perfekt. Zu krass. Danke dir, Kingsloot. Du bist ein Lebensretter. Und zu guter Schluss haben wir. Es ist, glaube ich, eine Tasse. Natürlich wie immer. Sehr gut verpackt. Ja, das ist eine Skyrim-Tasse. So sieht sie aus. Sieht auch richtig edel aus. Aber, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Skyrim. So, was haben wir hier? Ja, das war's auch schon. Ein bisschen Werbung noch. Also das war's. Shoutout an Kingsloot. Danke für die Box. Und ja, ich hoffe, der Mewtwo-Raid ist zu Ende gelaufen. Ich habe ihn gefangen. War relativ knapp, am Ende dann noch nicht mehr so viele Bälle, ist oft rausgesprungen. Aber ich habe ihn gefangen, 2-2-2-7.
Und ja, nichts allzu Besonderes. Schreibt in den Kommentare, wie gut euer Mewtwo so war. Und natürlich, was ihr von Geico als Feldforschungsdurchbruch haltet. Aber das war's wieder von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.